Ja, ich studiere Informatik in Paderborn und habe meine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema Blindennavigation, beziehungsweise der Frage, wie muss ein Navigationssystem für Blinde aussehen? Und bin darüber in das Projekt OpenStreetMap reingerutscht, das eine globale Weltkarte ist. Wer kennt OpenStreetMap? Oder hat schon mal davon gehört? Ein paar jedenfalls. Und da bin ich über die Frau Turow gestolpert, die Annette Turow, die sich schon länger mit Blinden, mit Daten für Blinde in der OpenStreetMap beschäftigt hat. Und darüber sind wir letztlich auf dieses Projekt gestoßen. Ich würde gern vorab, ach so, genau, es geht um die Look- and Listen-Map, das ist unser Projekt. Ich würde gern vorab einmal ein paar Fragen an Sie als Publikum stellen. Ich sehe drei, die blind oder stark sehbehindert sind. Gibt es Farbenblinde unter den anderen? Das sieht man nicht. Zumindest niemanden, der es weiß. Die anderen sind fast alle Profis, habe ich gerade schon gehört, also zumindest haben beruflich damit zu tun. Es geht im weitesten Sinne um Karten. Karten sind erstmal irgendwie Bilder. Hier ist eine Karte von Karlsruhe, da kommen gleich noch mehr Karten von Karlsruhe, einfach von der alten Innenstadt. Wofür nutzt man Karten? Karten nutzt man zur Navigation vor der Fahrt. Ich kann mir angucken, wo will ich überhaupt hin. Während der Fahrt, zum Beispiel der Beifahrer, der mir als Fahrer sagt, wo ich lang muss, oder wenn ich zu Fuß bin, habe ich die Karte in der Hand. Das hatte ich heute auf dem Weg vom Bahnhof hierher. Und im Zweifelsfall nach der Fahrt, um zu gucken, wo war ich eigentlich, oder ne, also wenn ich gar nicht weiß, wo genau bin ich lang gefahren, kann ich das auch nachgucken. Ich nutze das Ganze zur Information, also was ist da überhaupt, wenn jemand über eine Stadt redet. Ich kann im weitesten Sinne Navigationssysteme nutzen, um mir auf der Karte zeigen zu lassen, wie ich von A nach B komme. Ja, also ganz unterschiedlich und die Karte sieht auch entsprechend unterschiedlich aus. Also während das gerade so eine allgemeine Karte war, ist das hier jetzt irgendwie eine Karte für Radfahrer, wo die Radwege deutlicher sind. Und das ist die wahrscheinlich den meisten bekannte Karte die den Falkplänen entsprechen, die wahrscheinlich hinterher verschwinden wird aus der Aufnahme, weil ich noch keine Lizenz dafür habe, dass ich sie zeigen darf. Da ist noch ganz viel drauf, genau. Aber Sie kennen grundsätzlich eine Karte. Und das sind jetzt nur Beispielkarten. Einfach, die sind jetzt nicht inhaltlich wirklich wichtig, was genau drauf ist. Das hier ist eine Karte, da sieht man, die veranschaulicht, was das Informieren bedeutet. Diese Karte kommt von dem Projekt Wheelmap. Vielleicht kennt das jemand, das ist unter anderem über Google beworben worden. Die Wheelmap basiert auf der OpenStreetMap-Datenbank und zeichnet Orte aus, Restaurants, Cafés, Kneipen und ähnliches, ob sie mit dem Rollstuhl befahrbar sind oder nicht. Also ist die Toilette breit genug, gibt es Stufen am Eingang und so weiter und so fort. Und jeder kann hingehen und sagen, bei dem Restaurant weiß ich, das ist zugänglich oder eben nicht. Was eben dadurch, dass das eine relativ prominente Webseite ist, durchaus einerseits die Möglichkeit gibt, ich kann mich vorher informieren, wo komme ich denn rein, wenn ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin, und andererseits die Möglichkeit gibt, auch den Restaurantbesitzer darauf aufmerksam zu machen, du, da musst du was tun. Ja, noch ein Kartenbild. Und jetzt ist aber die große Frage. Einer schaltet schon ab, weil er nichts sieht. Jedenfalls sieht es so ein bisschen danach aus. Wie kriege ich diese Karten denn zugänglich? Also, Sehr frech, oder? Nein, frech wäre es nicht, weil es ist ja richtig, die Karte war nicht zu sehen. Und das ist ja genau das zentrale Problem. Also wie kriege ich diese Karte jetzt zugänglich für jemanden, der sie nicht erfahren kann? Das große Problem an der Karte ist, sie ist grafisch. Das ist die Kartografie. Und insofern, das, was ich also um dieses zugänglicher machen zu können, muss ich
dafür sorgen, dass diese dass das Bild besser wahrgenommen werden kann. Ich fange mal mit den einfacheren Sachen an. Was ist denn bei Farbenblinden? Der Johannes Kröger hat am Montag seine Bachelorarbeit in Hamburg abgegeben. Und da ich die Korrektur gelesen habe, durfte ich mich dran bedienen. Der hat mal untersucht, was denn die OpenStreetMap-Karte in Richtung Farbfehlsichtigkeiten denn zu bedeuten hat. Und wir sehen links für Normalsichtige und dann die Simulation für Grünblinde und Rotblinde. Und die unterschiedlichen Straßenklassifikationen, die Ihnen wahrscheinlich gar nicht so geläufig sind, weil es das englische Schema ist, das, was in England gängig ist, die sind aber viel schlechter zu erkennen. Man kann die Straßentypen gar nicht mehr unterscheiden. Was er daraus gemacht hat, ist, er hat mal untersucht, was ist, wenn ich die Farben stärker mache. Ich schalte mal ein bisschen hin und her, das war das Original. Das ist das, was er daraus gemacht hat. Und auf einmal sind die Farben besser zu erkennen. Das heißt, er hat das Kartenbild für Farbenblinde verbessert, ohne es wirklich schlechter zu machen für die Normalsehenden. Können Sie das ein bisschen beschreiben? Hat er einfach die Kontraste erhöht? Er hat im Prinzip, die Originalkarte ist sehr blass, hat sehr so pastellartige Farben und er hat das Ganze sehr, sehr kräftig gemacht, dass die Farbspreizung tatsächlich weit auseinander geht. Also durchaus sich das Ganze auch auf dem Farbkreis angeguckt und bewusst auseinandergenommen, sodass eben jetzt besser zu unterscheiden ist. Das eine Problem ist, er hat sich dabei auf die Straßen beschränkt. Wenn man sich aber eine Weltkarte angeht, dann haben wir da nicht nur Straßen, dann haben wir da Symbole und Flächensignaturen und so weiter und so fort. Das sind so viele verschiedene Kombinationen, dass das hinzukriegen für alle ganz, ganz schwierig wird. Und da gibt es noch ganz viele offene Fragen und Punkte. Trotzdem wird er das versuchen, auch in der OpenStreetMap jetzt umzusetzen. Hier sehen wir das Ganze für einen Kontrast. Die Originalkarte mit verringertem Kontrast, man sieht fast gar nichts mehr. Und obwohl er das nicht bewusst oder extra untersucht hat, bei seiner veränderten Karte wird das auf einmal viel besser. Man sieht zwar auch weniger bei dem verringerten Kontrast, aber man sieht immerhin mehr als vorher. Man kann die Straßen noch und auseinanderhalten. Und auch Kontrastprobleme sind ja eine der bei den Sehbehinderungen durchaus auch vertreten. War das Makuladegeneration? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls, der graue Star. Der graue Star ist der legt so einen grauen Schleier über das Bild. Dadurch wird der Kontrast viel schwächer wahrgenommen. Und dann das große Problem ist, ja, wenn wir blind sind, wenn ich gar nichts mehr sehe, ich habe hier ein großes schwarzes Rechteck hingemalt, weil dann ist keine Karte da. Ich kann keine Karte sehen. Was kann ich jetzt stattdessen tun? Ich kann andere Sinne ansprechen und benutzen. Der Blinde navigiert, orientiert sich in der Straße mit seinem Blindenstock. Und er kann Karten wahrnehmen über andere Sinne, wenn sie ihm denn so angeboten werden. Er kann sie hören, wenn sie denn zu hören sind. Das eine, was ich nicht jetzt demonstriere, weil das mit dem Umschalten sehr kompliziert ist, vielleicht nachher, was ich dazu gefunden habe, ist Team. Der Tutor for Editable Audio Maps, den hat Esther Löhlinger an der Queen Mary Universität in London entwickelt. Das ist eine Software, die Stereogeräusche ausgibt. Man kann sich mit den Cursor-Tasten durch eine Karte bewegen und kriegt als Stereoton von links und rechts Geräusche für das, was um einen herum ist. Also zum Beispiel die Themse, da rauscht der Fluss und so weiter und so fort. Kaffeegeschirr klappert am Restaurant und am Café und so weiter und so. Und ich weiß nicht, wie ich das bewerten will, aber es ist eben ein Ansatz. Der andere Ansatz ist, wenn ich Sprache habe, dann kann ich mir die Sprache auch ausgeben lassen. Einerseits per Audio oder andererseits per Braille gefühlt.
entweder gedruckt auf Papier oder am Computer über die Braillezeile. Gedruckt auf Papier, jetzt sind wir bei Karten und nicht bei Text. Ich habe ein paar mitgebracht, taktile Karten, ich gebe die mal rum. Das eine ist, Vorsicht, ein bisschen scharfkantig, das ist in Kupfer geätzt. Das zweite ist ein Stadtplan von Weingarten, den es da gibt. Ich gebe den mal hinten rum. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo dieses Weingarten liegt. Ich weiß nur, wir haben das. Ich hatte die Karte da. Die Karte von Weingarten ist in Kunststoff geprägt und wird da vom Blinden- und Sehbehindertenverein übers Verkehrsbüro verteilt und vertrieben. Das Problem an taktilen Karten ist aber ganz einfach. Sie sind teuer. Sie sind extrem teuer und aufwendig zu machen, denn sie werden bisher, soweit wir wissen, vollständig per Hand entworfen. Das heißt, da geht jemand hin und sagt, ich male jetzt sozusagen eine taktile Karte. Da muss man ganz viel Expertenwissen reinstecken, damit das voneinander unterscheidbar und ertastbar ist und so weiter und so fort. Das ist richtig teuer. Die Kupferkarte, die ich gerade verteilt habe, ist glaube ich so bei 100 Euro oder so. Das ist ein Testdruck, also eine Testproduktion, die wir selber gemacht haben, aus der OpenStreetMap heraus. Und während ich eine gedruckte Karte, die meisten Online-Karten sind mittlerweile automatisch erzeugt. Also wenn ich bei Google oder bei OpenStreetMap auf die Webseite gehe, sehe ich keine Karte, wo sich jemand hingesetzt hat und eine Karte gemalt hat, sondern da sehe ich eine Karte, die ein Programm aus einer Datenbank generiert hat. Das geht schnell. Da brauche ich einen Computer, der das einmal ausrechnet, aber niemanden, der sich das Ganze wirklich per Hand anguckt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich meine, Blinde sind zwar relativ häufig, erstaunlich häufig, wenn man sich das anhört, also wenn man die Zahlen irgendwann sieht, ich habe sie nicht mitgebracht, aber so selten, dass eine Karte in ausreichendem Detailgrad für den jeweiligen Wohnort schon ganz schön viel wird. Und wenn man bedenkt, dass die jeweils per Hand erstellt werden müssen, dann wird das zu aufwendig. Ich gehe mal trotzdem die Karten rum, gehe noch weiter auf den nächsten Punkt. Ich kann auch Braille erfüllen. Braille ist die Blindenschrift. Als Blindenschrift kennen Sie wahrscheinlich noch mehr als Braille, eine Punktschrift, die Text ausgeben kann. Und Text ist damit der kleinste gemeinsame Nenner, das Beste aller Welten, was wir uns ausgesucht haben, denn Text kann ich sowohl am Computer über die Braillezeile automatisiert fühlbar machen, als auch über eine Text-to-Speech-Engine, einen Screenreader, hörbar machen, als auch Sehenden als zugänglichen Text geben. Das heißt, wenn wir eine Karte in Textform erzeugen und erstellen können, dann können wir die Blinden auch sehr gut zugänglich machen. Ich möchte ein Experiment machen. Ich kenne mich in Karlsruhe nicht besonders gut aus. Ich stehe am Hauptbahnhof. Wen darf ich mal anrufen per Telefon? Nein, ich stehe nicht am Hauptbahnhof. Wir haben vorhin gesagt, ich stehe am SZS. Wen darf ich anrufen? Wer kennt den Weg vom SZS bis hierhin? Ich kenne schon. Kennt keiner. Doch, ich kenne ihn schon. Sie kennen ihn schon. Dann rufe ich Sie an, obwohl Sie blind sind. Also das ist jetzt nicht negativ zu verstehen, aber die anderen trauen sich nicht. Ich rufe Sie an, ich stehe am SZS und möchte gerne von Ihnen wissen, wie komme ich denn jetzt hierher zum Vortrag? Und ich kenne mich nicht aus, ich weiß gar nichts. Ich habe hier allerdings eine Karte, ich kann es überprüfen. Ja, dann würde ich halt erstmal fragen, zum Beispiel, ja, wie rum stehen Sie vorm SZS? Mit dem Rücken oder mit dem Gesicht? Ich stehe mit dem Rücken vor dem SZS und gucke auf blicke in Richtung Engesser Straße. Die läuft ja davor entlang. Genau. So. Das Straßenschild sehe ich. Mehr weiß ich nicht. Sie drehen sich 90 Grad nach rechts.
bis zur nächsten Kreuzung. Ja. Jetzt sehe ich, dass ich am neuen Zirkel bin. Genau, und jetzt würde ich sagen, die überqueren sich die Diagonal. Ja. Und gehen dann in Richtung, was ist das, Norden? Ja. Das ist so ein kleinerer Weg. Genau, und da runtergehen. Aber das sind halt jetzt, wenn Sie halt jetzt, aber wenn Sie sehen, Sie finden Sie es ja. Bis zur, die Allee dann, die oben kommt, heißt Willstädter Allee. Ja. Die gehen Sie nach rechts und dann, dass Sie das Schloss im Rücken haben. Ja. So, dann kommt zuerst, kommt dann noch so ein Rondell und so, ja, durch den Park. Ja. Bis zur nächsten großen Kreuzung, wo diese Willstädter Allee mit der, ich weiß gar nicht, wie diese Straße heißt, muss da Richtung Mensa geht und so. Adenauerring meinen Sie wahrscheinlich. Hier direkt vor der Tür? Oder? Nee. Vorher noch. Ist unter der Brücke, dann ist das die Straße am Forum. Ich weiß nicht. Genau, vielleicht. Ja, so, ja. Dann sind wir da. Ja? Und da gibt es so ganz ein bisschen nach links versetzt einen Weg so über die Brücke. Ja. Dann gehe ich kommt, und dann kommt schon schräg links die Treppe zur Informatik. Ja. Und dann sind wir praktisch da. Jetzt einen rechten Eingang rein und dann. Mhm. Ja. Jetzt haben wir Ziel. Hier drin geht kein GPS. Mhm. Dankeschön. Jetzt haben wir mehrere Sachen dabei gemerkt. Erstens, Sie haben zwischendurch gesagt, und da Sie ja sehen können. Eigentlich wollte ich ja genau darauf hinaus, dass ich eigentlich nichts sehen kann. Beziehungsweise ich kann natürlich sehen, aber ich will ja einen blinden Navigationssystem, also ich will ja die Möglichkeit haben, Blinden das zu beschreiben. Was haben Sie dafür ausgelassen? Wollen Sie mir das sagen oder soll ich selber versuchen? Bei Blinden hätte ich jetzt ein bisschen mehr noch auf so Hindernisse. Zum Beispiel bei Blindens, also das Erste, was ich gesagt habe, wenn man Richtung Park läuft, Richtung Willstädter Allee, da gibt es zunächst, wenn man den Weg sucht nach rechts, findet man, das gibt es zunächst noch so eine Einfahrt, die man für den Weg halten könnte. Mhm. Aber da hätte ich jetzt dem Blinden noch gesagt, dass er erkennt, dass es die falsche ist, weil es da ein bisschen berghoch geht. Mhm. Ja, aber das sind eben genau die ganz, ganz wichtigen Punkte. Und dem Blinden hätte ich auch noch gesagt, dass er zum Beispiel am Rondell versuchen muss, sich am besten links orientiert und am besten wartet, bis er wieder ein Fahrrad hat, wo er sich wieder einfädeln kann danach in den Weg. Mhm. Und dann hätte ich ihm noch gesagt, dass der Weg sich da teilt in zwei, eine linke und eine rechte Seite. Genau, das sind genau die wichtigen Punkte. Also es gibt Unterschiede, ob ich etwas einem Blinden oder einem Sehenden erkläre. Wenn ich telefoniere, ist das erstmal, wenn ich per Telefon jemandem das erklären soll, ist das die erste Hürde. Der sieht die Karte nicht. Die zweite Hürde ist aber tatsächlich genau das. Der Blinde sieht auch nicht, was um ihn herum ist. Der kann zwei Meter vielleicht mit dem Stock erkunden. Und ein bisschen weiter hören, wenn denn was zu hören da ist, aber bei einer unbefahrenen Straße hört er nichts. Ich habe vorhin auf dem Hinweg gesehen, am Zoologischen Garten kann man auch sehr gut riechen. Das ist aber nicht so häufig, interessanterweise. Außerdem haben nicht alle Blinden eine gute Nase, ich zum Beispiel. Naja gut, da gab es ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, da braucht man nicht mal eine richtig gute Nase. Aber eben, man kann sich nicht sonderlich drauf verlassen. Man kann sich nicht besonders gut drauf verlassen. Das heißt, ich muss irgendwie den Text so beschreiben, dass er sicher ist. Und was jetzt gerade auch nicht ganz so gut rausgekommen ist, weil die Beschreibung schon sehr gut war. Im Grunde genommen wird daraus häufig so ein Frage-Antwort-Spiel. Ich sage, wo ich bin. Ganz am Anfang hatten wir das. Stehen Sie mit dem Kopf in Blickrichtung. Das ist wieder so sehendes Deutsch, aber... Stehen Sie mit dem Rücken zum SZS oder nicht? Oder andersrum? Das war ein Frage-Antwort-Spiel. Und genau das haben wir als Konzept für unsere Look-and-Listen-Map im Prinzip uns überlegt, dass wir sagen, wir versuchen eine Beschreibung rauszugeben, die nicht zu lang wird. Denn wenn ich alles beschreibe, was da ist, dann wird sie ganz schön lang. Und das ist das, was uns Blinde bisher jedenfalls ganz häufig gesagt haben, was falsch ist. Wenn sie nämlich zu lang wird, dann blickt man nicht mehr durch oder es dauert unheimlich lange, das zu erfassen.
Ich habe mal einen Ausschnitt aus der Wikipedia hier zu Karlsruhe gemacht, dass das Beispiel Hypertext verdeutlicht. Die Blinden hier nutzen den Computer? Ja. Ja, genau. Also auch das Internet habe ich mir fast gedacht, aber damit ist klar, dass wir wissen, worum es geht. Hypertext, das heißt, ich habe einen Text und zwischendrin sind Links, die Querverweise zu etwas anderem bieten. Im Grunde genommen, wenn wir dieses Gespräch jetzt auf die Spitze getrieben hätten gerade, dann wäre es dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt an der Straße am Forum, wie komme ich denn jetzt weiter? Und genau diese Weiterfragen beziehen sich ja immer auf eine Ortsmarke, die vorher in der Beschreibung drin war oder eine, die ich sehe. Da der Blinde aber nichts sieht, also unser Nutzer auf der Online-Karte erstmal nichts sieht, kriegt er das beschrieben. Das ist also unsere Idee. Wir beschreiben einen kurzen Text automatisiert aus der Geodatenbank, die wir dazu haben. Das könnte ungefähr so aussehen. Ich habe das Beispiel aus der Ausschreibung, also aus dem Flyer, ein bisschen erweitert. Sie stehen auf der Elisenstraße an der Ecke Nedderfeldstraße, die links und rechts abzweigt. 60 Meter voraus kreuzt links und rechts die Leinaustraße. Rechts vor Ihnen befindet sich die Bar Vogelfrei in der Elisenstraße 22. Hinter Ihnen setzt sich die Elisenstraße fort. Das ist nicht besonders schönes Deutsch. Für die Blinden, die Straßen links und rechts und die Bar Vogelfrei sind links. Das heißt, da könnte man jetzt draufklicken, beziehungsweise die könnte man weiterverfolgen. Für Sehende ist das irgendwie noch gar nicht so besonders gut. Ich weiß auch nicht, ob es die beste Beschreibung für Blinde ist. Soweit sind wir nämlich tatsächlich noch nicht. Was wir aber auf jeden Fall gehört haben und gesehen haben und uns haben erzählen lassen, jeder Rest Sehvermögen wird irgendwie genutzt. Also jeder, der nicht ganz blind ist, versucht irgendwie den Rest Sehvermögen zu nutzen. Das heißt, wir geben eine Karte dazu. Wir sagen nicht, wir bleiben nur auf Text, sondern wir geben immer die Karte dazu. Hier vorne sieht man jetzt genau die Karte in groß. Sie stehen an der Elisenstraße und rechts gegenüber auf der Straße ist die Bar Vogelfrei. Und geradeaus geht es zur Leinausstraße. Das ist diese hier. Damit kann man es sich besser vorstellen. Und wenn man das nebeneinander legt, noch viel besser. Wenn man darauf noch sagt, wo bin ich denn gerade, geht es noch ein bisschen besser. Für Blinde ist aber zumindest diese Grundlage erfahrbar. Was wir gerade festgestellt haben, was für Blinde fehlt, ist die Frage, welche Abzweigungen gibt es denn dann? Einem Sehenden kann ich sagen, gehen Sie geradeaus und biegen Sie irgendwann in die Goethestraße links ein. Dafür muss ich aber die Goethestraße sehen oder ich muss wissen, das ist die 5., 6., 7., was auch immer, Abzweigung. Und im Zweifelsfall muss ich die Parkplatzausfahrt auch noch mit ansagen, weil die genauso wie eine Abzweigung aussehen könnte. Und das ist etwas, was... Entfernung, weil die 7. Abzweigung, da zähle ich wahrscheinlich auch noch jede Hofeinfahrt nachher mit als Blinder, ne? Die ungefähr, genau. Aber zumindest, ich brauche auf jeden Fall mehr Informationen, als ein Sehender braucht. Und ich wollte jetzt erst reingehen, genau, auf alternative Kartendarstellung. Wir waren vorhin schon mal bei den Farbenblinden. Die normale Karte hat eben die genannten Probleme, Kontrastfarben und so weiter und so fort. Wir würden gerne für zumindest die gängigen Farbenblinden Symptome, sage ich jetzt mal, passende Kartenbilder anbieten. Da gibt es ein paar Herausforderungen. Die erste Frage ist, welches ist denn passend? Gut, das kann der Nutzer sich noch aussuchen. Das zweite ist die Frage, wie kann man das automatisch generieren? Das habe ich vorhin schon gesagt, da gibt es unheimlich viele Farbkombinationen. Also zu testen, sind relative Kontraste zueinander noch sinnvoll wahrnehmbar? Ist schwierig, wenn es so viele Sachen sind, weil Blau auf Grün ganz viel schwieriger wahrnehmbar ist als Blau auf Weiß oder andersrum. Es wird also schwieriger zu testen, als wenn ich für Normalsichtige eine Karte teste. Technisch die Herausforderung, das OpenStreetMap-Projekt hat eine große Karte, mehr oder weniger, weltweit. Und das sind einige Terabyte an Daten.
Das ist irsinnig viel, weil sie weltweit als Bilder vorliegt. Das heißt, entweder muss ich es schaffen, dass ich das im Browser für den Benutzer die Darstellung erst vornehme. Dann brauche ich aber komplexe Software im Browser. Das geht, aber es ist schwierig. Oder ich muss eben sehr viel Speicherplatz auf dem Server haben. Auch das ist schwierig. Ansätze gibt es dafür. Wie genau das funktioniert, wissen wir aber noch nicht ganz. Zum Informationsbedarf bin ich gerade auch schon eingegangen. Das ist irgendwie blöd. Genau. Was gibt es zusätzlich noch an Informationen, die blinde Nutzer brauchen oder gebrauchen könnten? Wir waren vorhin schon mit an dem Punkt, wie viele Querungen gibt es zwischendurch? Wie viele? Die nächste Frage ist, wo komme ich denn am sichersten zum Ziel? Das mag für Schulkinder auch sinnvoll sein, weil ich mein Schulkind auf dem sichersten Weg zur Schule schicken möchte. Aber auch Blinde wollen am sichersten zum Ziel kommen. Das heißt, sie wollen im Zweifelsfall lieber, häufig jedenfalls, 30, 40, 50 oder 100 Meter Umweg gehen, wenn sie dafür die Blindenampel benutzen können, als den direkten Weg zu nehmen, wo sie über die ungesicherte Kreuzung laufen müssen. Die Überraschung ist ein ganz großes Problem. Jemanden über eine Straße zu schicken, wo auf der anderen Seite dummerweise gerade kein Bürgersteig ist, ist ziemlich gemein. Der Sehende sieht das. Der guckt über die Straße, sieht, da ist kein Bürgersteig, hier gehe ich nicht über die Straße. Der Blinde sieht es nicht, der sitzt auf der anderen oder steht auf der anderen Straßenseite und merkt, hier ist nichts und muss die Straße wieder zurück überqueren. Was habe ich noch? Ich hatte mir noch ein paar andere Sachen, glaube ich, aufgeschrieben. Querungen, also wenn eine Straße einmündet, wenn ich eine Straße überqueren muss, dann gibt es häufig die Nullabsenkungen. Sind für Rollstuhlfahrer toll, weil die brauchen überhaupt keine Stufe mehr zu fahren. Für Blinde sind die tödlich im Zweifelsfall, weil man sie, wenn man Pech hat, nicht erkennt. Die sind mit dem Stock nicht ertastbar. Jetzt ist die spannende Frage, wo kriegen wir diese Informationen denn her? Also eigentlich möchte ich die gerne mit in die Beschreibungen aufnehmen, zumindest wenn ich jemandem den Weg beschreiben möchte. Und da kommen wir auf die OpenStreetMap als unsere Datenquelle. Die hat die Daten nicht alle, aber man kann sie hinzufügen. Die OpenStreetMap wird häufig genannt die Wikipedia der Weltkarten. Stimmt nicht ganz, aber so ein bisschen was Wahres ist dran. OpenStreetMap ist ein Projekt, da sind über 160.000 Mitglieder mittlerweile irgendwie weltweit da dran, eine freie Karte zu zeichnen. Frei heißt, ich komme an die Daten dran, nicht nur ans Kartenbild, wie häufig sonst. Und frei heißt in dem Fall sogar auch, ich kann als Beitragender mitentscheiden, was denn aufgenommen wird. Und wir haben in der OpenStreetMap zum Beispiel die Möglichkeit, für eine Ampelquerung zu sagen, was die denn hat. Hat die einen Ton, ein akustisches Signal? Hat die ein Vibrationssignal? Hat sie einen sicheren Grünpfeil? Also häufig ist ja so, dass die abbiegenden Autos trotzdem über die Fußgängerampel fahren dürfen, was Blinde dann überrascht, weil da ist grün und sie könnten eigentlich gehen und dann kommt trotzdem ein Auto von rechts. Wir können eintragen, ob eine Querung mit taktilen Bodenindikatoren, also mit diesen weißen Riffel oder Punktsteinen ausgelegt ist. Kennt jeder? Häufig kannten das einige von den Sehenden nicht. Das heißt, wir können Daten aufnehmen, die anderswo nicht verfügbar sind. Wir können auch im Prinzip, wobei das ganz viel Aufwand ist, Bürgersteige erfassen. Also sagen, welche Straße hat wo einen Bürgersteig und wo eben gerade nicht. Und dann komme ich schon zum Routing als nächstes. Kann man zum Beispiel auch Dinge aufnehmen, dass der Blinde sich sicher fühlt, dass er richtig ist, beispielsweise links ist ein See oder... Genau, also das Ganze ist sowieso eine Weltkarte, das heißt, der See ist sowieso in der Datenbank drin. Was ich rede mal, also das, was ich gesagt habe, die Daten können aufgenommen werden, können in der OpenStreetMap-Datenbank aufgenommen werden. Die wird benutzt, um Karten darzustellen, um Garmin-Navigationsgeräte zu füttern, um Handy-Navis zu füttern, um Datenanalysen und sonst was zu erzeugen. Das heißt, der See ist sowieso drin. Aber es ist eben auch möglich, diese nicht üblichen, besonderen Sachen aufzunehmen,
die zum Beispiel eben gerade für Blinde notwendig sind. Ob ein Fahrkarten- oder Geldautomat für Blinde bedienbar ist, weil er Braille-Tasten oder einen Klinkerausgang für einen Kopfhörer hat zum Beispiel. Und auch wieder Punkte, an die man normalerweise nicht denkt, aber dann zu einem zu suchen in einer fremden Stadt, kann ganz schön aufwendig sein, wenn man es nicht weiß. Wir brauchen ja auch keinen. Sie brauchen keinen Geldautomaten? Keinen Fahrkartenautomaten. Nee, es geht um Geldautomaten. Nein, aber gut, Fahrkartenautomaten gibt es auch und im Zweifelsfall im Ausland brauchen sie es vielleicht doch. Nicht überall weltweit, also wir reden von einer weltweiten Karte. Im Ausland haben sie vielleicht nicht den Vorteil, dass man kostenlos fahren kann. Den Geldautomaten brauchen sie trotzdem und auch da gibt es noch eine ganze Reihe, die nicht für Blinde komplett bedienbar sind. Im Gegenteil, es gibt nur wenige, die bedienbar sind. Ich wollte gerade sagen, ich bin im Moment nicht in der Lage, die Geldausgabeautomaten zu bedienen. Ich kann die Braillezeile noch nicht und die Geldausgabeautomaten kann ich nicht mehr sehen. Eben. Und deshalb ist doch die Information, ich bin in einer fremden Stadt, an welchem Geldautomaten kriege ich denn mein Geld, eigentlich doch ganz praktisch. Dafür muss es aber in der Karte oder im Navi drin sein. Wenn ich nämlich sage, ich suche einen Geldautomaten, dann finde ich 20 andere und nicht den ich brauche. Ja, kommen wir zum Thema Routing, auch wenn das bei uns im Projekt eher ein Ausblick ist. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich nochmal zusammenfassen. Irgendwie kam das in den Folien nicht so gut raus. Also dieses Beispiel mit Karte, was wir vorhin hatten. Wir hatten das Beispiel, ne, mit der Elisenstraße und daneben ist die Karte. Das ist im Prinzip unsere Grundlage. Wenn ich jetzt, ich kriege so eine Beschreibung und die ist automatisch generiert für einen bestimmten Standpunkt. Und wenn ich jetzt per Link auf die Netherfeldstraße links klicke, das ist einer der Links, die mir angeboten werden, dann kriege ich die nächste Beschreibung für die nächste Station in dieser Karte. Ich hangle mich also sozusagen dadurch. Wer in den 80er Jahren Computerspiele gespielt hat, kennt vielleicht noch die Text-Adventures, die so ähnlich funktionieren, nur die erzählen zusätzlich noch eine Geschichte. Die Geschichte wollen wir gar nicht, wir wollen nur die Räume beschreiben, beziehungsweise die eben nicht mal vorher per Hand, sondern automatisiert aus der Datenbank generieren. Wie genau das funktioniert? Ich habe ein paar Ideen. Die gehen zum Teil in ziemlich stumpfe Auswahldialoge. Das wäre langweilig. Die gehen zum anderen Teil in Algorithmen. Weiß ich auch nicht, ob ich Sie damit ärgern soll. Wenn Sie das wünschen, sagen Sie bitte Bescheid. Die habe ich jetzt mal weggelassen. Aber das ist das große Ziel oder die große Frage, die noch dahinter steckt. Also das ist noch nicht umgesetzt. Das ist noch nicht so umgesetzt, wie es generell. Ich kann gerne gleich noch mal zeigen, was wir bisher umgesetzt haben. Bisher ist es aber kein besonders toller Text. Also an der Stelle arbeite ich noch ganz viel dran. Genau. Routing steht irgendwo auf unserer Liste ganz weit hinten, weil wir eben genau auch den Routenplaner mit einbauen würden gerne. Es gibt Routenplaner auf den OpenStreetMap-Daten, es gibt aber kaum Routenplaner, die auf OpenStreetMap-Daten Straßenseiten berücksichtigen. Also selbst wenn die Bürgersteige nicht drin sind, möchte man ja gerne auf der richtigen Straßenseite sein und nicht dann auf einmal, ich laufe auf der rechten Straßenseite und dann heißt es links abbiegen. Das funktioniert ja eben gerade nicht. Und selbstständig dann den Umweg zu finden, um an der nächsten Kreuzung zu queren und dann wieder zurückzulaufen, das ist ja eben das Schwierige. Das heißt, wir wollen eigentlich versuchen, eine Navigation hinzukriegen. Naja, bitte wenden reicht ja nicht. Ne? Die aber zumindest sagen kann, hier gehen Sie bitte über die Straße, weil das ist die sinnvollere Möglichkeit, die Straßenseite zu überqueren. Das steht aber irgendwie momentan ziemlich weit hinten, weil das ist relativ aufwendig und müssen wir mal gucken. Jetzt hätte ich aber auch noch eine Frage, weil bisher, was Sie beschrieben haben, da ging es ja darum, eben zu wissen, was weiß ich, wenn ich jetzt die Goethestraße suche, welche, also ob ich jetzt drei oder vier Querstraßen vorher überqueren muss, ob es da vielleicht einen Parkplatz gibt, einen großen dazwischen, oder eben an einem See vorbeikommt oder sowas. Oder
Vielleicht ist ja auch eine Straßenbahn oder sowas da, also Schienen, die man da überquert, ist ja auch eine Orientierungsmöglichkeit. Ja, ja. Haben Sie auch was vor, also oder planen Sie auch was, also wenn ich jetzt meine richtige Straße gefunden habe und ich möchte aber jetzt eine bestimmte Hausnummer suchen. Normalerweise ist es ja so bei Blinden, dass wir uns ja dann auch beschreiben lassen, was weiß ich, ich laufe am ersten Haus vorbei, dann kommt erstmal eine Einfahrt und ein kleiner Weg. Oder ich laufe drei Häuser vorbei und dann, was weiß ich, gibt es vielleicht einen großen Baum, an dem ich vorbeigehe oder so. Wie fein sind Ihre Beschreibungen? So fein, wie die Daten sind. Das ist genau das große Problem. Ja, OpenStreetMap hat angefangen als Straßendatenbank. Und zwar hat der Steve Coast in Großbritannien festgestellt, dass er zwar irgendwie Daten von der staatlichen Behörde kriegt, damit aber kaum was machen darf. Und er hat angefangen zu sagen, ich will eine Autokarte haben. Und damit hat es angefangen, irgendwie in einem kleinen Kaff in, ich weiß gar nicht genau wo, also irgendwo in der Stadt in Großbritannien. Mittlerweile sind wir weltweit. Und wie gut die Daten sind, ist sehr unterschiedlich. Karlsruhe ist extrem gut erfasst. Wobei fraglich ist, ob das noch stimmt oder ob das der Stand von vor einem halben Jahr ist, weil das ist so. Das hängt immer davon ab, wer ist denn in Karlsruhe zum Beispiel aktiv und arbeitet dran? Wer macht denn die Baustelle am Durlacher Tor, an der ich vorhin umdrehen musste, weil auf der rechten Seite gesperrt ist? Wer trägt denn ein, dass da gerade eine Baustelle ist und wer trägt das in 2 Monaten, 3 Monaten, ich weiß nicht, wie lange die Baustelle da ist, wer trägt es dann wieder aus? Wer trägt ein, dass die Blindenampel kaputt ist oder neu eingebaut worden ist? Wir sind alles freiwillig, es gibt niemanden, der da sagt, das muss eingetragen werden und du wirst dafür bezahlt, dass du es machst, also mach es auch. Sondern es sind alles Freiwillige, die eintragen, was sie eintragen wollen, wann sie eintragen wollen, wie viel sie eintragen wollen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir jetzt von der Local Listen Map damit zu leben, dass an vielen Bereichen solche Attribute tatsächlich nicht da sind. Blinden können wir aber sagen, motiviert eure Freunde, eure Bekannten und sonst was, die sehen können, das zu tun. Denn die Datenbank ist frei, jeder kann was eintragen. Blinde können es leider noch nicht. Also die Bearbeitungsmöglichkeit da ist schwierig. Wir bieten, also es gibt ein paar Leute, die anbieten zu sagen, wenn jemand uns was per E-Mail schreibt, können wir das für sie eintragen, weil die Editoren sind eben auch grafisch wie die Karte. Also wie genau die Daten sind, kann ich Ihnen nicht sagen, weil das ist ganz unterschiedlich. Irgendwo im Kongo ist die größte Straße drauf und sonst gar nichts. Und wenn Sie Glück haben, haben Sie die Orte als Punkte. Aber auch da gibt es die Karte und im Zweifelsfall könnte man sie auch da benutzen. Ist aber auch viel leichter zu finden, an der dritten Benzintonne links. Ja, wenn davor jede Straße als solche erkennbar ist. Wenn die schon, was weiß ich, ein paar Kilometer auseinander sind, dann ist das auch nicht geil. Die sind nicht mehr als 400 Jahre auseinander. Also müsste man halt, ja. Also deshalb, was die, heißt, wie viele Daten... Hintergrundinformationen immer haben, ob es mehr Informationen gibt oder nicht. Genau, also was man niemals tun darf, das gilt für jedes andere Navi auch, auch für Sehende gilt das, ich darf mich nie komplett aufs Navi verlassen. Sie werden niemals mit einem Navi unterwegs sein und Ihre Augen zumachen können als Sehende oder den Blindenstock weglegen können als Blinder. Das geht nicht, weil die Daten sind irgendwann veraltet, sie sind irgendwann falsch und im Zweifelsfall ist die Baustelle erst gestern rausgekommen, aufgestellt worden. Ihre Karte ist aber von vorgestern oder von letztem Monat oder von letztem Jahr. Das ist bei den Autonavis viel häufiger noch der Fall. Jetzt sind wir zeitlich schon ganz schön weit. Ich habe hier nochmal so ein typisches Routing von Google Maps einfach mal ausspucken lassen, wo man eben den Unterschied sieht zwischen einem blinden Routing, wie es möglicherweise besser sein könnte, und dass das hier eben nicht ausreicht. Am Bahnhof nach... Können Sie da vielleicht so ein, zwei vorlesen? Routing vom Bahnhof hierhin habe ich mir ausgeben lassen. Aha. Auf Bahnhofplatz nach Norden, Ebertstraße, 58 Meter. Rechts abbiegen, um auf Bahnhofplatz zu bleiben, 210 Meter. Okay. Weiter auf am Stadtgarten, 290 Meter und so weiter. Ja. Das geht noch, ja, aber dass es da halb links, drei Viertel links und ganz links gibt, sagt er Ihnen eben nicht.
Google zeigt Ihnen eine Karte dazu an. Das tun die meisten Navis. Aber entsprechend wenig muss der Text sein. Was fehlt also? Wo kann ich die Straße überqueren? Auf welcher Straßenseite sind Fußwege? Wie überquere ich die Straße? Wo und wie überquere ich die Straße am sichersten? Welche Straße muss ich überqueren? Also die wievielte? Gibt es dazwischen Radwege, Parkhausausfahrten, Poller, diese Fahrraddrängelgitter? Wunderbar, da kommt der Blindenstock wunderschön unten drunter durch, bis man ihn im Bauch hat. Auch das haben wir alle schon gehört. Und damit bin ich eigentlich am Ende. Was da an Routing alles machbar ist, müssen wir gucken. Wie gesagt, steht weit hinten, falls jemand daran Interesse hat unter den Informatikern. Ich nehme auch Hilfe an. Mitmachen kann man sowohl bei uns als auch bei der OpenStreetMap. Und ja, wenn Sie Fragen haben, gerne.